Hey Leute, Neostrix hier und herzlich willkommen zu So geht Minecraft Tag Nummer 77. Heute schauen wir uns mal an, wie wir einen Pillager, also einen bösen Villager, sage ich mal, wie wir den zähmen können. Und damit viel Spaß beim Video. Als erstes gibt's natürlich die Frage zu klären, wo bekommen wir als erstes mal so einen Typen her? Die einfachste Antwort von einem Raid. Und wir haben hier ja ein Dorf einmal gebaut vor etwas kurzer Zeit, aber bisher kam noch keine weitere Pillager-Patrouille vorbei, wodurch eben das gerade nicht möglich ist. Daher werden wir uns einen Pillager besorgen müssen, und zwar auf andere Art und Weise, und zwar am besten von einem Pillager Außenposten. So ein Pillager Außenposten, den hatten wir ja schon mal gefunden, und dazu habe ich auch noch hier irgendwo genau eine Karte liegen. Sehr schön, da unten sehen wir ja, wo wir sind, Pillager Outpost. Das heißt, wir müssen jetzt einmal nach Norden in die Richtung, und wir haben ja auch unseren wunderbaren Elytra Launcher, mit dem können wir uns jetzt einmal nach drüben katapultieren. Ich bin mal gespannt, ich habe den bisher noch nicht so auf Langstrecke getestet. Bisher nur auf so kurze Strecken, um zu sehen, ob es funktioniert. Da bin ich jetzt mal gespannt, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir am Außenposten angekommen sind. Und ich muss sagen, das geht halt echt richtig krass ab, das Ding. Wir sehen schon, ich bin jetzt vom Pfeil auf der Map her zu erkennen, und ich bewege mich direkt auf diesen Außenposten zu. Und bis jetzt habe ich keine Rakete gebraucht, um mich nochmal zu boosten. Das wird jetzt ziemlich knapp, glaube ich. Also ganz ohne einen zusätzlichen Raketenboost werden wir es, glaube ich, nicht schaffen. Außer ich mache jetzt hier die ganze Zeit diesen nach oben, von unten nach oben Trick. Aber das sollten wir immerhin hier bis zum Ufer schaffen. Ja, wir haben es immerhin bis zum Ufer geschafft. Den Rest müssen wir dann zu Fuß einmal gehen. So, da sind wir auch schon am Eingang zu unserem unterirdischen Gang in den Pillager-Außenposten. Denn wir hatten ja eine kleine Pillager-Farm hier gebaut. Eine sehr einfache, aber effektive. Jetzt müssen wir hier nur mal irgendwie einen Pillager gleich rausbekommen. Das Schwierige wird nur sein, den irgendwie gleich zu uns in die Base zu kriegen, weil da habe ich noch nicht wirklich eine Idee, wie wir das hinbekommen sollen. Aber schauen wir erstmal. Da sind schon ein paar Pillager. Und ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt mal darum, dass ich irgendwie einen von den Typen zu uns in die Base schaffe. Das wird, glaube ich, ein bisschen dauern. Mal schauen. Ich glaube, ich habe in meiner Ender-Chest noch das ein oder andere Boot im Gepäck. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn wir in der Base sind mit dem Pillager, weil das kann, glaube ich, ein bisschen dauern, und das will ich euch nicht antun. So, Leute, das hat jetzt eine gute Zeit gedauert hier, den hier mitzubringen, und das Gute ist, der kann mich nicht immer treffen, wenn wir hier im Boot fahren. Immerhin eine Sache. Und wir müssen den Kollegen jetzt nur noch hier einmal, so, einmal hier wegrennen, dass er uns nicht die ganze Zeit beschießt. Immerhin bin ich hier gut weggekommen, dass der mich nicht die ganze Zeit abfeuert. Und der Trick hinter der ganzen Sache, wie wir den jetzt zähmen, ist eigentlich relativ einfach, aber man kommt eigentlich nicht sofort drauf. Wir wissen ja, jedes Werkzeug, was wir benutzen, das hat eine begrenzte Haltbarkeit und geht irgendwann kaputt. Und so ist das tatsächlich auch mit der Armbrust des Pillagers. Also irgendwann wird diese Armbrust kaputt gehen, und wir müssen es nur hinbekommen, dass er so oft schießt, dass sie irgendwann zerbricht. Dafür brauchen wir allerdings ein paar Schilde. Ich hatte auf jeden Fall eins hier, genau, das ist mit Mandy. Ich weiß nur nicht, ob sich das lohnt, jetzt die ganze Zeit das zu verwenden, weil das wird auf jeden Fall so 3 bis 5 Schilde, glaube ich, wird diese Aktion benötigen. Das heißt, wir müssten das mehrmals wieder auffüllen gehen mit Mending. Da habe ich eher weniger Lust drauf. Und wir haben ja sowieso die Ressourcen, um das ein oder andere Schild craften zu können. Jetzt wäre es nur ganz schön, wenn ich mich auch noch ans Crafting-Rezept erinnern würde. Das wird uns bestimmt, genau, das wird uns hier vorgeschlagen. Machen wir mal 5 Stück. So, ich wäre jetzt bereit. Jetzt müssten wir eigentlich nur mal dafür sorgen, dass wir hier eine sichere Umgebung bekommen, weil der Typ da, wenn er uns nicht sieht, dann schielt der schon so in
in Richtung Dorf und ich würde den ungerne bei den Villagern sehen, weil nachher haben wir dann keine Dorfbewohner mehr. Das wäre ein bisschen schade, deswegen schaue ich mal, dass ich hier das ein oder andere Gehege für den Kollegen gebaut bekomme. Ist nur die Frage, wie bekommen wir den jetzt hier irgendwie sicher an Land? So, machen wir hier einmal zu und einmal weg mit dem Boot. Komm mal rein, Kollege. Und der Trick hinter dem Ganzen ist jetzt sehr einfach. Wir müssen jetzt einfach nur die ganze Zeit darauf achten, dass er sich nicht selbst hittet mit den Pfeilen, die wir hier abblocken. Und der muss jetzt einfach schießen. Ja, Leute, das ist eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Wir müssen jetzt nämlich hier warten, bis er seine Armbrust kaputt gemacht hat. Das heißt, wir stehen hier jetzt die ganze Zeit, halten Rechtsklick gedrückt und hoffen mal, dass es schnell vorübergeht. Aber ich würde sagen, das Ganze lohnt sich hier im Endeffekt, weil dann haben wir ein ziemlich seltenes Mob in einer friedlichen Version, weil was will er ohne Waffe machen? Er kann uns wohl kaum auf den Kopf springen wie Mario beim Goomba. Und ich würde sagen, ich halte das jetzt einmal für euch durch und dann sehen wir uns wieder, sobald unser guter Freund hier einmal fertig ist mit seinen Anschlägen auf uns. Dir gefällt das Video soweit? Gut, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Freue ich mich sehr drüber, dauert auch nur ein paar Sekunden und hilft unglaublich viel. Dankeschön und jetzt geht's weiter. So Leute, ihr seht schon, das erste Schild ist durch, das zweite ist auch gleich durch und ja, mal kurz hier, das dauert schon ziemlich lange. Mal kurze Storytime, hat jetzt nichts speziell mit YouTube zu tun oder mit Minecraft, aber ich dachte, ist eine ganz lustige Story, die erzähle ich hier mal, während wir hier warten, dass der Kollege seine Munition aufgebraucht hat, sage ich mal. Auf jeden Fall, die letzten Tage war ja zumindest in NRW Landtagswahlen und meine Schule liegt direkt an einem Bahnhof, beziehungsweise an einer Haltestation von der Bahn. Kein direkter Bahnhof. Auf jeden Fall, die ein oder andere Partei dachte sich auf jeden Fall, yo, lass doch mal an den Bahnhof stellen und so ein bisschen Wahlwerbung machen. Auch wenn die meisten Schüler, die da vorbeikommen, noch gar nicht wahlberechtigt sind. Ja, perfekt. Eine Partei, ich will jetzt hier keine namentlich erwähnen. Die eine Partei, die immer mal wieder da war in den letzten Wochen, die war zwar aufdringlich und hat random Leute angequatscht auf dem Weg zur Schule, aber die haben halt irgendwann auch aufgegeben und haben teilweise auch mal einen Knoppers oder so verteilt und fand ich jetzt nicht sehr schlimm. Auf jeden Fall war dann die letzte Woche vor der Landtagswahl an einem Mittwoch eine aufdringlichere Partei am Start und die waren sehr kommunistisch veranlagt, sage ich mal. Ja, ich komme erstmal aus dem Bahnhof raus, in einer Menschenmenge und vorne an der Kreuzung, sage ich mal, wo es rüber geht zur Schule, da stehen dann so drei Leute dieser Partei. Einer in kompletter Armeeuniform mit Gasmaske und so auf und dann noch ein zweiter mit so einem Demonstrationsplakat. Und dann war da noch eine Frau, die hat dann so ein Rando vor mir angequatscht, so, yo, was von den beiden hier ist wichtiger? Ich habe mir schon gedacht, yo, schnell weg, bin dann durchgezogen und mehr habe ich nicht mitbekommen. Auf jeden Fall haben dann noch ein paar Klassenkameraden ein paar lustige Stories erzählt, die sich schon da unten geleistet haben am Bahnhof. Aber kommen wir erstmal zum Knackpunkt. Das erste, was mir aufgefallen ist, am Schulhof haben wir ein paar Mülleimer stehen und da waren dann Wahlplakate von dieser Partei einfach draufgeklebt worden. Ich weiß nicht, ob das so erlaubt ist, ich glaube es zumindest nicht. Und auch noch an der Schulfassade waren so zwei, drei Plakate am Kleben. Waren jetzt nicht besonders groß, aber immerhin. Also ist jetzt, glaube ich, nicht so das Coolste. Dann, erste Stunde Unterricht, hatte unsere Lehrerin, die wir da hatten, einen Unterrichtsbesuch, ist noch Referendariarin oder ich glaube es richtig, Referendariat, Referendariatin, na egal, auf jeden Fall war der Schulleiter dabei anwesend. Wir hatten die Fenster offen und unser Raum war ausgerichtet zum Schulhof. Und für so Randoms ist es ja eigentlich verboten, das Schulgelände zu betreten. Trotzdem, kurz vor Pause,
Hause, ist dann so ein Typ aufs Schulgelände gegangen mit Megafon und hat dann erstmal angekündigt, yo, gleich findet hier was statt, kommt mal alle zum Bahnhof, das ist richtig krass. Der Schulleiter dann erstmal, gut, dass ich Bescheid weiß, und dann ein paar Minuten später einmal das Schild auswechseln. Ein paar Minuten später war dann Pause, wir natürlich alle in die Nähe des Bahnhofs gegangen, natürlich aber im sicheren Abstand. Und ihr wollt es wirklich, ihr wollt das nicht glauben. Dieser eine Typ mit dem Megafon ist aufs Bahnhofgebäude gestiegen. Er ist draufgeklettert. Ich denke mir so, ja gut, solange er da nur draufsteht, alles gut. Aber der Typ hat ernsthaft angefangen, da Graffitis hinzusprühen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Einfach mal in Google eingeben, Philipp Müller war irgendein Kommunist, ist dann von der Polizei gekillt worden, naja. Und er sprüht dann da sowas dran, wie Philipp Müller lebt und so. Ans Bahnhofgebäude, wohlgemerkt. Und dann beginnt er da so eine Wutrede zu halten mit seinem Megafon vom Gebäudedach aus, und da haben wir schon in der Ferne gehört, wie die Polizeisirenen ertönten. Hat unser Schulleiter wohl endlich mal durchgegriffen, würde ich mal sagen. Und dann wurde da erstmal ordentlich aufgeräumt, natürlich friedlich glücklicherweise, aber das Beste kommt natürlich noch. Während die Polizei da am Recht und Ordnung schaffen war, haben diese Kommunistentypen da gerufen zu uns, den Schülern, ja, so ein paar Polizisten, die könnt ihr ja wohl easy vertreiben. Ja, wir haben dann erstmal unseren Teil gedacht, ein bisschen geschmunzelt drüber, und dann fing der Typ an, irgendwie so Parolen zu rufen, wo man dann mitgrölen sollte, hat glücklicherweise keiner mit eingestimmt, und dann hat er aufgegeben. Wir erstmal komplett uns ein abgelacht, und ja, das Ende der Geschichte war dann, dass die Typen alle im Einsatzwagen der Polizei abtransportiert worden, und unser Schulleiter stand draußen, hat eine Kippe sich reingezwirbelt, sage ich mal, und sich schön eingeschmunzelt. Perfekter Inhalt für unseren Politikunterricht, den wir dann später am Tag noch hatten. Das Moral der Geschichte: Parteien mögen es anscheinend, Bahnhofsgebäude zu beschmieren. Also jetzt nicht alle Parteien, aber einige. Und ich würde mal sagen, falls ihr schon mal sowas erlebt habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich habe jetzt hier schon so gute 5 Minuten diese Story erzählt, und der Typ hier ist immer noch nicht fertig mit seiner Armbrust. Ich fasse es nicht. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Für mich geht das überhaupt gar nicht, dann einfach Schüler und generell vor Schulen so Wahlpropaganda zu betreiben und sowas. Gerne Meinung dazu in die Kommentare, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich mal wieder, wenn endlich seine Armbrust kaputt gegangen ist. Leute, nach, ich glaube, 6¼ Schildern ist es endlich passiert. Ich hatte die Aufnahme wirklich sehr, sehr lange noch laufen, wie ich die ganze Zeit seine Pfeile abgeblockt habe, und genau dann, ein paar Schüsse nachdem ich die Aufnahme pausiert habe, ist es natürlich soweit, dass auf einmal seine Armbrust kaputt geht, ne? Wie will es auch anders sein? Aber egal, ich bin zufrieden, dass es jetzt endlich passiert ist. Ich habe hier zwischendurch auch nochmal ein paar Zusatzschilder gemacht. Zu guter Letzt gibt es noch 2 Dinge zu beachten, beziehungsweise noch ein paar mehr. Ihr seht, mein Dorf wird beschützt von dem ein oder anderen Eisengolem, deswegen da müssen wir aufpassen, dass die sich nicht über ihn hier jetzt hermachen, denn er ist unbewaffnet, aber er gilt immer noch als Monster. Das heißt, Eisengolems greifen ihn noch an. Wenn wir in seiner Nähe einen Schlafplatz haben, können wir auch nicht schlafen, und Villager kriegen immer noch Angst, wenn sie ihn sehen. Das ist der kleine Nachteil. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir auch noch dafür sorgen, das ist nämlich die zweite Sache, dass er nicht despawnt. Ich habe jetzt einfach mal einen Nametag gemacht, Günterinski heißt er jetzt, und den Typ benennen wir jetzt einfach mal Günterinski. Wir müssen auf jeden Fall mal schauen, dass wir irgendwie einen Platz für ihn kriegen, solange. Ich würde den erstmal hier in die Scheune einziehen lassen, ansonsten würde mir nämlich nichts einfallen, wo der dann leben kann, weil wir haben ja noch kein Gebäude wirklich für ihn. Vielleicht können wir ihn irgendwo im Dorf noch einziehen lassen, mal schauen. Ich werde den jetzt erstmal hier in das Gebäude hochbringen. So, ich habe jetzt mal mit Minecarts gearbeitet, weil ohne hätte ich eher weniger Bock gehabt. Nein, 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 nein! Hör auf! Scheiße, der soll mich nicht angreifen, Mann. Geh weg! Verdammt. Mal diese Eisengolems, Alter. Ja, komm. Komm her.
Ah, Moment. Wir haben ja unsere mächtige Waffe. Da du uns jetzt hier belästigst, musst du leider draufgehen. Sorry, Kollege. Der wollt glatt unseren Günterinski wegslayen. Hab ich euch ja gesagt, Leute. Da müsst ihr echt aufpassen. Und vor allem, dass euch die Eisengolems, falls ihr welche habt, nicht auch selber killen. Die selbstgebauten, solltet ihr wissen, die greifen euch nicht an. Aber die Eisengolems, die Villager spawnen, sobald ihr die schlagt, die greifen euch an. So, und dich müssen wir jetzt einmal nach oben fahren. Komm schon, jawohl. Und dann können wir jetzt einmal hier die Bahnstrecke wieder ordentlich zurückbauen. So Leute, und ihr seht, Günterinski ist jetzt erstmal in seinem Zwischenzuhause. Und ohne Armbrust kann er uns nichts mehr anhaben oder irgendjemanden sonst. Eventuell müssen wir ihn nochmal heilen, dass er nochmal ein bisschen mehr Leben hat. Weil der Angriff vom Eisengolem, der war schon sehr hinterhältig. Und ja, so einfach ist es, einen zahmen Pillager zu bekommen. Für ein Zoo zum Beispiel oder einfach als Mitbewohner. Ja Leute, damit bedanke ich mich auch schon herzlich für das aufmerksame Zuschauen. Wenn ihr euch jetzt noch fragt, wie ihr diesen wunderbaren Pillager-Außenposten zu einer einfachen Pillager-Farm umbauen könnt, verlinke ich euch jetzt links einmal das passende Video. Gerne draufklicken. Damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao Leute.